So, damit herzlich willkommen zurück hier zu Star Wars The Old Republic. So, dann gucken wir mal, was uns in der Höhle hier so erwartet. So. Werden wir dezent wieder desintegriert. So. Sind wir wahrscheinlich schon in der Höhle, wo wir später sowieso an halt der Story Quest hingemusst hätten. Ich kenne mal mein großes Glück. So, schauen wir mal. Der Bergungsdienst hat die Aufgabe, alle gefährlichen fremden Technologien zu untersuchen. Ich habe die militärischen Entscheidungen zu treffen. Agent, bitte bringt unserem Forschungsoffizier hier Verstand bei. Er glaubt, er kennt sich mit dem Einsatz von Truppen besser aus als ich. Ich mache mir nur Gedanken. Wir haben die Eshkar gestern angegriffen. Zwei hatten seltsame Blaster dabei. Uralt, aber hochentwickelt. Es war irgendwie unheimlich. Das Ganze wirkte wie ein Test. Mein Gott, sie hat einen Blaster, wie unheimlich. Glaubt ihr, dass sie die Waffen ausprobiert haben? Ja. Und zwar gegen imperiale Einheiten. Sie haben mehrere Leute angegriffen und sind dann wieder verschwunden. Diese Blaster stammen eindeutig von Fremdlingen. Ihre Blasterschüsse gehen durch Rüstungen. Die Sanitäter sagen, dass der Gewebeschaden schrecklich ist. Ich habe es Natis gesagt. Die Republik hat höchste Priorität und wir haben jetzt schon zu wenige Kräfte. Wir müssen... Bitte entschuldigt, ein Team erstattet gerade Bericht. Sobald sie genug von diesen Waffen haben, werden die Eshkar uns vernichten. Egal, was mit der Republik geschieht. Das ignoriert er einfach. So. Ganz heftige Gewebeschäden. Ich möchte ja nicht wissen, was das für Blaster waren. Wahrscheinlich Blaster-Schrotflinten, wo du nicht mal zielen musst, um was zu treffen. Wäre die perfekte Waffe für imperiale Sturmtruppen, ne? Damit die mal was treffen. Warum erfahre ich das? Weil Haig sich nicht darum kümmern wird. Die Eshkar haben vor kurzem eine alte Lagerkammer geöffnet. Ich habe die Bruchstücke der Bestandsliste übersetzt. In der Kammer befinden sich zahlreiche Waffen, die vor langer Zeit bei einem Fremdlingstribunal konfisziert wurden. Genug, um die gesamte Eshkar-Population zu bewaffnen. Wir müssen sie aufhalten und diese Technologie untersuchen, bevor wir wieder gegen sie kämpfen. Klingt nach Spaß. Bringen wir es hinter uns. Natürlich. Ich verstehe. Nehmt euch vor den Eshkar in Acht, die die Kammer bewachen. Sie wissen bereits, wie man die Waffen verwendet. Ich schätze, wir hingegen würden nicht mal den Abzug finden. Bringt einfach alles mit, was ihr findet. Wir werden sehen, was wir damit anfangen können. Die würden in den Lauf gucken und wüssten nicht, wo sie abdrücken müssen, damit die Waffe funktioniert. So. Ist natürlich ärgerlich, dass wir jetzt so dermaßen viele Nebenquests gestartet haben. Das hätte ich so eigentlich nie gemacht. Einfach mal, was Zeit kostet. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber wenn wir sie denn schon mal haben, hätte ich so eigentlich nicht starten wollen. Gucken, dass wir die schnell fertig kriegen hier. Damit wir dann langsam aber sicher den Planeten auch mal verlassen dürfen. Erfahren wir noch mal ein bisschen was über den Planeten tatsächlich. Ah. Lasst mich raten, wir kriegen wieder eine Killquest. Das würde mich jetzt gar nicht wundern. Und noch einer. Sag es nicht. Ob ich es geahnt habe. Ich hatte es mal wieder im Blut. Ich habe es mal wieder geahnt. Tenno, grüß dich, schönen guten Abend. Wobei ich Wurst aber mehr mag als Besavis, muss ich gestehen. Da finde ich Besavis ein bisschen anstrengender.
Ja. Aber ich bin schon froh, wenn wir da erstmal angelangt sind. Momentan haben wir hier auf Besavus ja noch ein bisschen was zu tun vorher. Was ist das? Unverschämter Kerl. Glaube ich ja wohl. Können wir nebenbei mal wieder ein bisschen was abbauen. Auch wenn es nicht mehr allzu viel bringt. Ja. So. Ich bin aber tatsächlich mal gespannt, auch wenn wir jetzt vor kurzem erst umgestellt hatten, von Stundenfolgen auf halbe Stundenfolgen. Aber ich bin tatsächlich mal gespannt, wie viele Folgen wir am Schluss nachher haben, wenn wir mit der Story Quest hier durch sind, mit der Classic Story Quest. Oder Reihe, besser gesagt. Bin ich tatsächlich mal gespannt, wie viele Folgen wir da zusammenkriegen. Aber ich denke mal, die halben Stunden Quests haben, Folgen haben sich, glaube ich, mal bewährt. Ich hatte, wie gesagt, die letzten Folgen ja mal testweise auf eine halbe Stunde gekürzt. Aber ich denke mal, allein aus zeittechnischen Gründen sind die angenehmer zu gucken als ganze Stundenfolgen. War, glaube ich, die richtige Entscheidung, das mal zu ändern. Eine geschenkte Frau, so. Willst du damit etwas sagen, dass eine Frau Besitz oder Eigentum ist? Schäm dich. So. Das lass mal keine Frau hören. Dann sind wir wieder bei dem Thema Geralt von Riva, ne? Mit der Narbe. So, dann brauchen wir noch einen. Ist immer kurios, dass immer genau einer überbleibt, ne? Ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir genau noch einen Mob töten mussten, um die Quest fertig zu kriegen. Ah, hier ist wieder so eine komische Truhe. Ach du Gott. Die hätten wir die ganze Zeit schon gebraucht. Sind wir ausnahmsweise mit der Killquest mal eher fertig als mit, der eigentliche Quest. So. Hoffen wir ja mal, dass wir vielleicht noch mal ein paar finden, die wir nicht extra freiraumen müssen. Vielleicht finden wir mal die ein oder andere Kiste hier, die mal nicht so bewacht ist. Wie weit muss man dafür überhaupt? Naja, doch, hier vorne könnten auch noch welche sein. Ah, da ist noch eine, sehr schön. Da ist noch eine Truhe. So, da waren es noch 6. Ah ja, da wir eben schon bei dem Rancor schon mal Glück hatten mit blauem Loot. Testen wir mal, vielleicht haben wir bei dem auch Glück. Habe ich das? Der traut sich ja was hier, glaube ich das? Will er hier ein Todesfeld legen? Unverschämter Kerl. Diesmal leider nichts random Blaues. Ja. Ist alles noch so ein bisschen, naja, nicht direkt planlos, aber die Mobs sind meistens so schnell tot, dass ich mir gar nicht das große Rotation angewöhnt habe.
Und dadurch, dass wir so viele Klassen durcheinander spielen, ja. Beschwere ich mir meinen Geist nicht mit zahllosen Rotationen, sagen wir es mal so. Das würde, glaube ich, das Ganze ein bisschen sprengen, wenn ich mir quasi für jede Klasse dezent auch eine richtige Rotation einprägen würde. Darf er größtenteils Quests spielen? Oder eventuell mal ein Flashpoint? So, sneaken wir uns mal durch hier. Dezent mal durchsneaken. So. So, auf geht's, ab geht's. Puh, das ist jetzt schon wieder... Tja, die Frage ist, wo genau? Ach genau, hier drinnen. Okay. Also der Hauptstraße folgen. Ja. Ja. Gut, dass wir hier durch konnten. Es ist mal ein einzelner Mob, der uns mal nicht direkt vom Mount geholt hat. Ich bin ja begeistert. Ja. Wie gesagt, mittlerweile sind die Klassen so einfach geworden, dass man in der Regel mit einer 3-Tasten-Kombination fast alles tot kriegt. Dementsprechend muss man tatsächlich gar nicht mehr so viel an Fähigkeiten benutzen. Wir haben es ja in Season 1 bei der Sith-Hexe auch schon gesehen. Also da habe ich im großen Ganzen 3 Tasten gebraucht. Um sowohl Mobgruppen als auch Einzelziele zu töten. Die Eshkar haben die Kammer geplündert, aber ich habe mich um sie gekümmert. Hier sind eure Muster. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so hoch entwickelt sind. Ich fasse es nicht. Natis hatte recht. Ich stehe in eurer Schuld dafür, dass ihr eingegriffen habt. Ein Eshkar-Trupp mit einer solchen Bewaffnung wäre katastrophal. Eine Art Plasmaladegerät. Wir hätten Belsavis komplett verlieren können. Mit antiken Reliktsteinen, ne? Nicht mit einfachen Steinen. Das ist ein Unterschied. Die Reliktsteine machen einen Schadenspunkt mehr. Naja. Ihr könnt stolz darauf sein, dass ihr für eure Überzeugungen eingestanden seid, Natis. Kalil ist mal wieder dagegen. Es ist nett, dass ihr das sagt, aber ich habe nur meine Arbeit getan. Ich nehme diese Muster zur Untersuchung mit. Wir müssen unbedingt verstehen, wie wir uns gegen diese Technologie verteidigen können. Wenn sie dich ohne Rüstung treffen, fabrizieren sie oder verursachen sie Debuff, ne? Kopfschmerzen +4. So, was sollen wir denn jetzt hier noch machen? Ich dachte, wir waren jetzt hier durch mit der... ernsthaft? Na dann, auf geht's. Ich dachte, wir sind hier durch, aber nein, wie so üblich. Was wäre eine Nebenquest, wenn sie eigentlich noch zwingen würde, noch andere Nebenquests zu machen? So. Schauen wir mal. Ich muss nur aber tatsächlich staunen, dass die Republik erst jetzt auf diese ganzen versteckten Einrichtungen hier gestoßen ist. Ne? Wenn man überlegt, dass Pesavos eigentlich schon seit längerer Zeit so ein bisschen der Gefängnisplanet der Republik sein soll, scheinen die ja nicht gerade aufmerksam mit ihrer Umgebung gewesen zu sein. Die waren nicht sehr aufmerksam, scheint mir. Ah, lass mich raten, hier gibt es irgendwo eine Treppe nach oben. Ah, ja. So.
Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass wir schon wieder einen weiteren Questabschnitt kriegen. Das ist Sperrgebiet. Zutritt nur für imperiale Empfindsame. Scanne nach potenziellen Gefahren. Imperialer Offizier, Rang unbekannt. Alle Einheiten bei ranghöchstem Offizier melden. Bezeichnung SD9. Mission, Beschaffung der Rakata-Speicherkerne fehlgeschlagen. Belsavis-Gefängnis nicht reproduzierbar. Geht das auch genauer? Gefängnis von Belsavis ist der sicherste Inhaftierungsbereich der Galaxis. Der Erfolg ist reproduzierbar. Diese Einheit sollte Speicherkerne von längst deaktivierten Rakata-Einheiten beschaffen, die zum Bau des Gefängnisses eingesetzt wurden. Informationen aus besagten Speicherkernen können genutzt werden, um ein weiteres Gefängnis zu bauen, falls es dem Imperium nicht gelingt, Belsavis zu erobern. Das ist nicht meine Sache. Diese Einheit wurde schwer beschädigt. Andere Einheiten wären gleichermaßen verwundbar. Diese Einheit wurde von Kampfdroiden der Klasse A begleitet. Besagte Droiden wurden von aufständischen Eshkar-Häftlingen zerstört. Eshkar besetzen weiterhin vermeintlichen Ort der Rakata-Speicherkerne. Speicherkerne müssen beschafft werden. Ich hab so ein bisschen Angst, dass es jeden Moment explodiert. Eine Kleinigkeit im Vergleich zu meinen anderen Aufträgen. Eshkar sind stark, aber nicht organisiert. Diese Einheit ist sicher, dass sie Erfolg haben werden. Koordinaten zur Verfügung gestellt. Bringen Sie die Speicherkerne zur Analyse zur Position dieser Einheit zurück. Weil hier stehen haufenweise andere Droiden drumherum. Er kann die nicht mal irgendeiner wegräumen oder reparieren eventuell sogar. Ist ja beschämend hier. So, dann wollen wir mal. Aber wir werden tatsächlich am Wochenende auch mal gucken. Das lasse ich aber erstmal nochmal in der Schwebe. Sofern ich Wochenende Zeit finde, werden wir Wochenende mal wieder ein Indie-Game spielen. Denn ich habe von dem Entwicklerstudio tatsächlich noch ein Extra-Key dafür bekommen. Das heißt, wir können das Spiel dann tatsächlich im Stream auch noch verlosen. Kann ich quasi nochmal ein Key für, glaube ich, 20 Euro oder so waren es, nochmal verlosen, ein Steam-Key. War tatsächlich wahrscheinlich nicht so geplant, denn einer der Mitarbeiter, da hat mir wahrscheinlich aus Versehen noch einen zweiten Key geschickt. Das war wahrscheinlich nicht so vorgesehen, aber ja. Wenn wir einen zweiten Key noch haben, dann können wir den auch verlosen. Welches Spiel? Seeds of Resilience heißt das Spiel. Er ist ein kleines Survival-Game tatsächlich. Also quasi mit so einer kleinen Gruppe von Gestrandeten und man muss dann eben auf dieser Insel überleben. Muss ein bisschen Gebäude bauen, ein bisschen für Lebensmittelversorgung sorgen. Eigentlich ganz cool gemacht. Aber wie gesagt, da habe ich halt einen Key nochmal über, dementsprechend verlose ich den dann natürlich. So, gucken wir mal, ob wir uns das Büschchen hier nochmal schnappen können. Glaube ich das? Ich glaube, das Sadomaso-Typ, ey. Ist aber tatsächlich auch ziemlich anspruchsvoll, habe ich festgestellt. Ich habe es die Tage privat schon mal ein bisschen angetestet, um zu wissen, was mich erwartet. Ist tatsächlich gar nicht so einfach, das Spiel. So. Ich dachte, wir kriegen mal wieder irgendein besonderes Item, aber... Sind sie momentan ein bisschen sparsam, was das angeht. So. Wunderbar, hier kriegen wir gleich zwei. So, da waren es noch zwei. Zwei bekommen und zwei fehlen. Oh. Mir scheint, da hinten ist wieder eine Plündertruhe, wenn ich das richtig sehe von hier aus. Ja.
Sehr schön. Dann fehlt noch eins. Lass mich raten, das ist eine republikanische Basis wahrscheinlich, oder? Bisschen merkwürdig aus, dass jetzt zwei so Elite-Teile rumstehen. So. Hier ist ein Goldener dabei, okay. Gerade in dem Moment, wo ich ihn quasi mit Gift vollschmeißen wollte. Send gleich die Ads noch gekillt. So. Aber es ist tatsächlich das Gute, auch wenn wir immer noch relativ klein sind mit dem Kanal, aber... Aber wir haben zumindest schon mal eine gewisse Größe erreicht, dass wir auch immer mal für das eine oder andere kleine Entwicklerstudio schon mal von Interesse sind. Dementsprechend werden wir in Zukunft wahrscheinlich öfter mal ein Spiel haben, was wir mal verlosen dürfen. So. Ist dann natürlich sehr cool, denn... wie gesagt, es belohnt euch natürlich noch mal ein bisschen extra aber fürs Zuschauen, ne? Wenn wir immer mal ein paar zusätzliche Spiele quasi raushauen können. So, die Frage ist... Ach, naja, mal gucken, ob wir da überhaupt hin müssen. So. Finde ich aber tatsächlich ziemlich cool, dass die Entwicklerstudios immer so kulant sind und einem auch mal ab und zu mal ein bisschen was zur Verfügung stellen. Ziemlich cool gemacht. Ich meine, ich nehme es als dankbaren Vorteil mit, denn ich würde die Spiele halt so oder so spielen. Aber wenn wir dementsprechend noch mal ein bisschen was kriegen, wo wir sogar noch mal was verlosen können, bin ich dann natürlich extra dankbar für. Dann natürlich eine coole Geste. So, schauen wir mal. Droide, ich habe deine Rakata-Speicherkerne. Analysiere. Scan abgeschlossen. Daten intakt. Rakata-Grundrisse, Pläne und Materiallisten vollständig. Das Gefängnis kann reproduziert werden. Leite Daten an den imperialen Geheimdienst weiter. Ihre Hilfe wird sehr geschätzt. So, sehr schön. So, ironischerweise haben wir immer noch irgendwo eine Quest offen. Ah. Wo genau soll denn die sein? Frontlinienlager. Okay, mir scheint... Sollen wir mal gucken, wo wir uns da am sinnvollsten hin teleportieren können. Sicherheitsbereich, Dominanzaußenposten oder Kommandopostengleiter. Kommandopostengleiter. Können wir zumindest hier anscheinend schon mal wieder weg. Nehmen wir mal den Flugpunkt. Oder beziehungsweise den Bindepunkt da. So. Gucken wir mal. Das dürfte hier in der Nähe irgendwo sein, wenn ich das richtig sehe. Können wir das tatsächlich als erstes direkt machen? Wenn wir die Gelegenheit mal nutzen und mal gleich wieder dezent unser Inventar ein bisschen entrümpeln. Lass mal entrümpeln. Leben Sie wohl. Gucken wir mal, ob wir auch richtig laufen. Sehr gut. So. Das hat immer so ein bisschen das Problem, wenn man schon längere Zeit Star Wars The Old Republic spielt, ne? Jeden Charakter, den man dann wieder neu anfängt, muss man sich halt wieder durch die Planeten durchquälen. Auch wenn die Planeten ziemlich interessant sind, aber spätestens, wenn man sie das dritte Mal durchspielt, ja.
wandelt sich dann das Interessante so ein bisschen zum Langwierigen. Da ist man dann tatsächlich froh, wenn man wieder durch ist. So, wollen wir uns mal tarnen? Das ist immer so ein bisschen der Nachteil. Ich meine, klar, es ist bei jedem Spiel wahrscheinlich so, aber... Ah, verdammt. Dann mal los. Ich will gut aussehen. Wie zum Geier? Das ist gerade ein bisschen kurios. Wie kann das gerade sein, dass wir gesehen wurden? Angeblich waren wir noch in der Tarnung drin. Das ist ein bisschen kurios gerade. Das ist ein wenig kurios gerade. Na, looten wir die Dinger hier erstmal. Das war gerade ein klein wenig merkwürdig. So. Gut, dann dürfen wir trotz alledem anscheinend in die Richtung hier. Das war gerade ein bisschen merkwürdig, dass der uns aus der Tarnung geholt hat. Ja, das stimmt schon. So. Muss ich tatsächlich mal gucken, wie ich das mache. Ich habe ja noch eine ganze Menge an Charakteren, die auch noch nicht Max-Level sind. Also zumindest nach dem neuen Stand. Bin ich vielleicht am überlegen, ob ich die vielleicht auch in kleineren Specials immer mal nach und nach quasi Richtung Level 75 bringe. Damit man die anderen Klassen quasi auch nochmal bei ungefähr ab Knights of the Fallen Empire sieht. Müssen wir nicht komplett jede Klasse quasi nochmal von Null spielen. So, was sollen wir hier genau machen? Irgendwas in der Mitte. Okay, was haben wir da Schönes? Feindliche Truppen auf der Gefängniskrankenstation. Ah. So. Ich nehme mal stark an, auch hier werden wir wahrscheinlich wieder eine Killquest gehabt haben. Ist jetzt natürlich die Frage, ne, welche Mobs alle dazu zählen. Ja, gucken wir mal, vielleicht haben wir Glück und kriegen hier nochmal Loot. Wie wär's hiermit? Das war Klatsch. Haben wir bald wieder ein Level ab sich gerade. Sind wir rein theoretisch sogar für... Auf der Knights of the Fallen Empire dann schon wieder zu hoch. Aha, dunkle Seite wird stärker. Und, was hat er bei sich? Nur Credits. Leider nur Credits. Dann nehme ich eben noch Mobs. Oh. Ist ja kurios. Anscheinend hat der eine schon erreicht, dass wir das fertig haben. Ist ja merkwürdig. Hm. Komisch. Ist ja kurios. Aktiviert. Sieh an, wer immer noch am Leben ist. Hier ist ganz schön was los. Ich habe uns zum Turbolift gebracht. Hey, die haben Datenstifte. Hackerin in ihrem Element, ne? Ich wette, diese Chemikalien würden einen guten Preis erzielen. Ich kann meinen Kortikaldatenstift wieder zum Laufen bringen.
Schnappt euch, was ihr könnt. Danach müssen wir Vorbereitungen treffen. Der Boss ist ja doch keine Spaßbremse. Scorpio-Sanktionen aktiviert. Ich weiß es zu schätzen, dass sie sich alle an einem Ort versammelt haben. Ich werde ihre Tode kunstvoll inszenieren. Ihr müsst einen Alarm ausgelöst haben. Ich habe nichts gemacht. Uns wird nichts passieren. Waffen bereit, Augen offen halten. In diesen Laboren wurde die Aggression von Fremdlingen erforscht. Ich habe vollen Zugang zu den Systemen und den eingesetzten Chemikalien. Yeah. Was ist das? Das Aerosol SLV-88 wurde zur Gedankenkontrolle und Aggressionssteigerung entwickelt. Oh oh. So gut habe ich mich schon ewig nicht mehr gefühlt. Hey! Genießen Sie den kurzen Moment dieser Erfahrung. Unpraktisch, wir killen unser eigenes Team gerade. Das wollte ich schon seit langem tun, Agent. Oh oh. Das ist ein bisschen uncool gerade. Das war beinahe schon knapper als mir lieb ist hier gerade. Das wurde knapper als mir lieb ist. So. Würde ich aber sagen, was wir mit unseren manipulierten Begleitern anstellen, das werden wir in der nächsten Folge sehen. Bei dem die Uhr sagt Folgenpost sind. Bedanke ich mich fürs Zuschauen, an euch da draußen auf YouTube. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Gerne auch ein Abo da, dass ihr mögt. Und ja, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge bei Star Wars The Old Republic. Bis dahin, ciao, ciao und möge die Macht mit euch sein.